vorgestellt. Meeple Station. Tja, die Vorschau Nummer 3 ist das, aber schon über ein Jahr her, dass wir das letzte Mal gespielt haben. Und wie wir sehen, gibt es schon mal einen neuen Startbildschirm. Sieht alles ganz anders aus. Hier kann man nichts anklicken. Ja, Deutsch habe ich da ausgewählt. Ein paar Optionen gab es auch, die man jetzt einstellen konnte. Damals war das, glaube ich, nicht so. Können wir mal gerade hier durchklicken. Ne, okay, wenigstens. Da müssen wir mal gucken, wie wir da so hinkommen, ne? Übernehmen. Und dann haben wir nur Sandbox. Dann probieren wir das so aus, ne? Tutorial. Machen wir das nach so langer Zeit mal nochmal wieder und gucken, was dabei rumkommt. Loading. So, dann war damals Musik. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es war damals auch schon so ein stilles Spiel, oder? Okay, hier ist noch nicht übersetzt. Okay, hey you, what is this mess you call this a space station? Pathetic. Your meeple will probably end up dead. Who, what? Before we can hope to fix anything, we need to assign rules to our crew, okay? We're going to need an engineer. We use them to construct and salvage structures like hull segments or dining tables, soll das wohl heißen, ne? Sind wir zwei angeschrieben? Weiß ich auch nicht mehr. Jo, was ist das denn jetzt hier? Hm? Dilip ist das. Das ist neu. Dilip ist ein Charakter hier. Assign Job, okay. Ich sehe keinen Pfeil, der jetzt blinkt. Citizen Miner. Scientist. Okay. Engineer Role soll ich machen. Also der. Skilled Meeple work much quicker. It's important to have the right Meeple for the job. Now we can start fixing up this pile of junk. Let's start with the essentials. One of your life support modules is disconnected. Somebody must have forgotten to install cables. It won't do you any good if it doesn't have power. We need to reconnect it. Okay, gehen wir nach hier links. Ah, das Menü ist jetzt da. Man sieht hier, was es für Zeug gibt. Raffinerie. Ja, und dann? Sehr interessant, aber ich weiß nicht. Open your utility. Ach so, das ist... Alles klar, das will er dann da haben. Es ist also, der Pfeil zeigt nur in das Menü und in dieses Menü. Main Power Cables brauchen wir. Wahrscheinlich diese hier, oder? Und da. Und unpause the game. Okay. Scrollrad immer noch reinzoomen. Und da kommt er und macht das dazwischen, oder wie? Ja, das hat sich wohl nicht geändert. Great, now we won't suffocate and die. I'm surprised you've made it this far. You look pretty useless. Now we need to do some work outside the station, which means we'll need a sweet rack so your meeple can go outside. Also wieder hier, Construction. Also bauen. Und dann brauchen wir was? Das Rack. Raumanzug spinnt. Und den können wir da einstellen. Zack. Machen wir. Und dann bastelt er das dahin. Die Grafik ist immer noch die gleiche. Hier rechts fehlt es noch an Strom. Und da ist es fertig. Now our meeple will be able to go outside. Make sure you have a bulkhead near each airlock. The last thing we need is to vent the entire station of atmosphere. Notice that some of our solar panels aren't connected. Of course you didn't. That's why I'm here. Let's connect them up. Can create rigging and connect secrets through them outside of the station. Okay, was machen wir jetzt? Wieder Utilities. Und wieder Power Cables again. Und wo muss ich jetzt hin? BSD, Pfeiltasten, ist das immer noch? Und keinen blassen Schimmer, ob das so richtig ist.
While we wait for that to go to build, we should get our other lazy meeple to work as well. Let's locate someone to be a miner so we can start collecting resources, okay? Meeple. Select Murray. Select the assign job button. And miner. Hammer. Miners work faster if they are strong. It's also lonely in space, so they need to be happy on their own. Now we need to find minerals that we can mine. Okay, should probably manage, and you can use WASD or the arrow keys to move your camera. Give it a try now. Habe ich gemacht. Okay, das ist auch angeschlossen. Okay. You can also use Q and E or Pfeiltasten, kleiner als und größer als to navigate up and down layers. Try it now so you can get the hang of it. Okay. Ah, da sehe ich aber rechts das auch, alles klar. Ah, die Pfeiltasten sind hier Punkt und Komma, weil das ist fürs englische Layout. Oh, yeah, yeah, well done. It's not that difficult, Igrinius. Knowing you, you'll probably get lost. Remember, you can use the H key to recenter your camera. Now let's find some minerals. Okay. How do I mine? It's simple, stupid. Find an ice asteroid and click it. Selecting an asteroid will automatically design the whole thing for mining. Okay, da hat man hier oben ja schon mal was. Okay, da ist doch was. Quarz, was braucht man denn? Aluminium, ja, eigentlich ist egal, ne? Man, that's... Do, see how easy that is. Now our miner will go out there and mine. Remember, ice is essential for our station survivals. Excellent. Ooh, probably haven't noticed yet, because you are clearly not a very bright, but... Okay. Quick, let's build a fish tank and begin producing food before every starves to death. Okay, ein Fish Tank. Wo ist ein Fish Tank? Da. Und der soll dahin, okay. Wo muss denn der hin? Keine Ahnung, wo der hin soll. Wahrscheinlich hier. Air, we rotate. Ich glaube, so rum ist richtig, ne? Okay, das wird gebaut. Aber wir haben das letzte. Hier haben wir was Falsches ausgewählt. Wir brauchen ja irgendwas mit Eis, oder? Okay, da ist irgendwas anderes. Minerals Ice, ist das auch da drin? Ah, das ist da auch da drin, dann ist also egal. Now that we are producing food, we need to make some beds, but we need more resources for that, okay? Fortunately, we already have the ore we need, we just need to smelt it, okay? Let's assign our last meeple as a refiner. Refiner. Unser last ist der dann, oder was? Ne, Dilip. Refiner Roll. Da. Miners work best if they are social. They are shitty little things. They will automatically create this resources request. Let's give our refiner an order to make aluminium. Sure. Inventory. Karte. Forschung, Raffinerie, Utilities, aha, Aluminium, Not Aluminium Ore, alles klar, also das. Select the Infinity Button. Infinity. Took you long enough, we can manage all kinds of refining and manufacturing orders from this menu, don't forget that dummy.
We should have enough resources to construct a proper bed, not a cheap basic rubbish one. Let's make another bed. I won't help you this time. You need to do it in your own. Okay. Bauen. Betten. Möbel? Cheap bed. Basic bed. Bed. wo sind hier die Schlafkammern? Gibt's hier welche? Gute Frage, ne? Ach, nach unten müssen wir. Da. Did you fall asleep? What took you so long? The captain is getting cranky because it doesn't have his own private room. You don't need to assign a private room to all of your meeple, but officers come first, you twit. Fortunately... Entschuldigung, we have an adequate room already vacant. Let's assign it to your captain immediately. Remember, officers like to have their own private dining tables and chairs as well, not just a bed. Okay, das ist das. Select the bed and sign it your own captain. Sign quarters. Wesen Slock ist unser Captain, okay? That should keep him happy for now. Let's get on with business. It's time we let the rest of the quarantine. We are open for trade, thanks goodness. We haven't a docking gantry, but it isn't enabled for trade yet. Let's do that now. We have a docking, okay? Not in use. Select ship zum Fliegen. Handel aktivieren. Wait for a trade ship. Remember, you can change the game speed using the button in the bottom right corner. Machen wir schneller. Da kommt doch schon eins. Alles gut. Oh, das sieht aber schick aus. Gut. So, jetzt können wir handeln. Alles klar. Was war das? A new meeple has arrived. When we have enough beds and a good enough reputation, we attract new migrants. Yeah. You may notice the station looking a bit messy. Maples are slopes in case and you haven't noticed. We can solve this by assigning our new migrants as a janitor. Let's do that now. Okay. Bucket ist gekommen. Dann macht das. You want to have willing janitors, there's nothing worse. As a station unit, it will automatically clean up mess when it's created. Okay. Now that you are starting to get the hang of the basics, let's see if you can handle this next task on your own. Before we can research new technologies, we will need to build a laboratory, but we don't have enough resources. Okay. We need a computer core to be able to construct a laboratory. Can try and trade for it or refine it yourself. It's up to you. We just need one computer core. 10 computer cores is one. Ja. Jetzt müsste ich das bauen. Kann ich das bauen? Module? Ist das hier irgendwo bei? Ja, jetzt weiß ich nicht, was wir da brauchen. Können natürlich mal gerade gucken, was wir hier handeln können. Können wir hier handeln? Ja. Eis, Carbon, Quarz, Aluminium, Iron. Steel, Titanium, Electronic, Advanced Electronics. Das ist Advanced Electronics. Battery, Selfish. Ja, weiß ich nicht. Sieht nicht so aus, ne? Obtain one computer. Ja, müssen wir mal gucken, wo es das gibt. Ich weiß es nicht. Strukturen, ist klar. Was ist das? Oh. Transformer, Treibstoffprozessor, Energiezelle. Träum einmal.
Glaube, da ist nichts bei. Zum Möbeln gehört das bestimmt auch nicht, ne? Küche, Fischtank, Smelter, Rock Crusher, Large Vent, Small Vent, Lebenserhaltung, Lebensmittelspender, Ice Processor, Research Desk, Waste Ejector, Bathroom, Water Tank, Schildgenerator, Hydroponic Medical, Fruit, Waste Processing. Ja, ich glaube, wir müssen erstmal hier so ein Desk machen, ne? Wo war das? Rock Research Desk. Haben wir denn hier irgendwo? Ach, das Spiel ist in Pause. Mach dann erstmal wieder an hier. Haben wir denn irgendwo einen Bereich, wo wir forschen können? Was ist das für ein Ding? Sauerstoff ist nicht angeschlossen. Brauchen wir das? Keinen blassen Schimmer. Der macht sauber, da ist eine Luftschleuse. Hier geht's runter und da auch. Das Ding braucht Strom. Hier gibt es noch mehr, alles klar. Heavy Alloy, Efficient Education, Class Scripting. Okay, das wird interessant. Dingen sehe ich jetzt nicht so wirklich. Viele Prozessors. Prozessors sind aber jetzt nicht Processing. Anti-Ship-Shots, Ore Detection. Was haben wir denn hier so? Brauchen wir erstmal hier ein Kabel, glaube ich. Damit wir den angeschlossen kriegen. Raffinerie. Was ist required? Search required. Chips. Karte, sehr interessant, okay. Bug Report, brauchen wir nicht. Obtain one computer core, suspend other orders to get it done quicker. Ich weiß gar nicht, wo es das gibt. Ist das hier? Warte mal, da müssen wir... Aha. Also Sauerstoff gibt's hier, da wollen wir uns also keinen Kopf drum machen wohl. Versteht keiner so ganz was. Jetzt bin ich in der Etage, ne? Okay, da kommt das nächste Schiff. Dann wollen wir mal gucken, dass wir vielleicht da was kriegen. Ein Quarz, Aluminium. Der hat das auch nicht dabei. Ja. Obtain one computer core. Ich finde jetzt nicht wirklich, dass hier was mit Ice Processor. Ach, warte mal, hier können wir auch noch runter, aber... Ich glaube, da ist jetzt nicht wirklich was bei, wo ich sagen würde, jo, das ist es. Utilities? Nee.
Raffinerieren wissen wir auch nicht. Wir brauchen eine Forschung und da brauchen wir so ein Desk für. Und ist jetzt die Frage, wo wir das machen. Hier können wir noch ein Bett bauen, ne? Ne, doch nicht. Oder? Doch, geht noch eins. Dann lass uns da mal ein Bett machen. Weil dann können wir da gucken, dass wir da noch einen vielleicht dazu kriegen beim nächsten Mal, oder? Hier ist noch so eine schicke Abteilung, aber er zeigt mir das jetzt auch nicht wirklich an, was das ist, ne? Er putzt. Dekorativ Stück von Strukturen. Ja, Strukturen ist bestimmt nicht das, was ich brauche. Docking Clamp, Luftschleuse. Waste Injector, Waste Bin, Bathroom. Ich finde jetzt keinen Prozessor. Das ist mein größtes Problem gerade, oder? Da geht auf jeden Fall noch ein Leiter nach oben, oder? Nee, sieht nur so aus. Aber wir können da ja mal weitermachen, oder? Strukturen. Hier irgendwo einen Boden, den ich da nutzen kann. Und erstmal so, nicht genug irgendwas. Jetzt bauen die das. Jetzt werden hier diese Strukturen erstmal gebaut, oder? Glaube ich. Wissen tue ich es nicht, weil hier passiert ja auch gerade nicht so wirklich viel, ne? Toggle Walls, okay. Toggle Grid, okay. Lassen wir mal aber erstmal da, brauchen wir noch. Ja, das ist schwierig, was jetzt gerade hier so geht. Ich habe keinen blassen Schimmer, was da gerade geknallt hat. Also hier wird ja wohl noch abgebaut, ne? Hier ist auch noch was. Das Bett ist schon fertig, sehr schön. Haben wir denn noch Miepel da mehr gekriegt? Nein, bis jetzt nicht. Chips haben wir nicht. Labor geht es nicht voran, weil wir den Desk noch nicht haben. Komm, dann dauert mir zu lange mit dem Ding da. Kitchen Research Desk. Rotate. Machen wir das so erstmal dahin, oder? Jetzt zieht er einen Anzug an. Und, ach so, der geht da hinten hin. Alles klar, ich dachte, der wäre da, aber das macht er ja nicht. Ja, der wäre auch cool da gewesen, ne? Macht da einer was? Baut da einer was? Ist sehr irgendwie komisch. Ore Detection. Comrade Day, Combat Training, Large Container, Glass, Education, Efficiency. Improves Workflow having. Tja.
Also alles das, was ich hier gerade lese, ist jetzt nicht das, was ich freischalten möchte dann. Durch Forschung. Jetzt ist die Frage, ah, gut, da ist ein Schiff. Handel. Aber wieder nichts dabei. Doof. Sieht jetzt nicht so aus, als ob wir das mal gerade hinkriegen, ne? Irgendwie fehlt uns ja einer auch. Ist denn einer angekommen? Ne, Bocket ist zwar da, aber der macht ja sauber, ne? Was macht er? Ist der Miner. Engineer. Der ist Refiner. Tja. Ich bräuchte mal einen mehr, ne? Weil Forschung macht noch keiner, ne? Station, Trade. Hier steht jetzt auch nicht wirklich was, was hilfreich sein könnte, ne? Wood. Hier steht jetzt auch nicht das, was ich brauche bei. Komponent. Aha. Ja, gut. Sieht jetzt nicht so aus, dass wir gerade dahin kommen, wo wir hinwollen. Wir bräuchten auf jeden Fall einen Forscher, den wir nicht haben. Da schläft einer auf jeden Fall. Hier ist eine Leiter, da ist eine Leiter. Er ist der Bringer. Quarz. Carbon dabei. Hier sind noch so andere Räume. Captain ist da. Sein Bett hat seinen Esstisch, hat seinen Schrank. Ich wüsste gerne, wie wir das da hinkriegen noch. Stitch. Wasser, Advanced Power. Power. Kriegt denn den Power von da oben nach hier unten, ne? Gar nicht? Schon spannend, ne? Keine Ahnung, ob das so geht. Macht das einer? Das ist die nächste Frage, ne? Also essen tun sie alle, ne? Sind die beiden da dran, ne? Er ist am Wischen. Hier passiert auch nichts. Ja, sieht gerade komisch aus, ne? Vielleicht könnte einer was machen, aber ich weiß nicht was. Das ist für Handel geöffnet, steht da. Da kommt man so raus. Hier passiert nichts, forschen wir nicht. Weiß auch nicht, das Ding ist, glaube ich, immer noch nicht gebaut. Das sieht noch so halb durchsichtig aus. Was ist das für ein Ding hier? Ich habe keinen blassen Schimmer, ob das eine Dusche, Toilette ist. Wahrscheinlich ist es eine Toilette. Ah, hier unten rechts steht jetzt auch, was es ist. Bathroom, alles klar. Aha. Great Hall. Siehst du, das ist noch gar nicht fertig. Life Support, Life Support. Power Cell, Power Cell. Raffinerie ist da. Large Container, Small Container. Smelter. Rock Crusher. Ice Processor. Alles toll.
So, da sind Betten. Hier haben wir den Dingens. Suite Rack. Suite Rack. Ist das hier ein Food Dispenser? Hier steht nichts dran, das heißt, es ist auch noch nicht fertig. Dieses Teil hier ist ein Transformer. Das ist hier und das ist da, ne? Hier oben geht nichts. Da müsste jetzt einer mal was bauen, ne? Tut aber keiner. Jetzt kommt auf jeden Fall wieder ein Schiff. Dann gucken wir mal, ob der was mitbringt. Glaube ich aber nicht. Biomass, Fisch, Batteriesel, Advanced Electronics, Electronics. Ja, aber er hat schon was anderes mit. So ist nicht, ne? Also irgendwann kommt auch wahrscheinlich, sag schon, der Computer-Core. Aber ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich an den Computer-Core komme. Das ist mein Problem gerade. Gibt es einen Meeple, der da jetzt ausgestiegen ist? Nein. Relationship, okay. Kurzes Gespräch, inspired by Slog, okay. Alles sehr schön. Assigned Job. Scientist. Dilip ist jetzt der Scientist. Geht das auch? Kann man das so machen? Weiß ich nicht. Engineer hatten wir auch schon, ne? Bucket ist ja hier der, der sauber macht, ne? Dismiss. Das macht der Mann Scientist eine Zeit lang. Ja, gut, dann würde ich aber sagen, machen wir erstmal hier eine Unterbrechung, dann werden wir definitiv noch eine weitere Folge hier machen und dann das mal angucken. Ja, hier sieht es gerade nicht so toll aus. Der Reinigungsdienst ist ja gerade weg und da müssen wir mal gucken. Der Scientist, der Bucket ist jetzt hier. Der sollte aber da vielleicht was bauen. Ja, das ist jetzt gerade komisch. Dismissed für Bucket. Ist sein Job. Okay, da unten ist noch was anderes. Ein Guard, ein Doktor, ein Chief, ein Pilot. SMIP. Guard. Das ist das, was die brauchen, ne, oder? Ja. Ein Citizen. Baut ein Citizen dann was? Ich weiß es nicht. Ja, nichtsdestotrotz, schauen wir mal, wie wir da weiterkommen. Bucket. Und was macht Bucket? Bucket ist hochgegangen. Und ein Builder bräuchte man sozusagen, aber ich weiß nicht. Oder ist das liegt woanders dran, dass es nicht vorangeht? Wir brauchen Stahl, das ist unser Problem wahrscheinlich. Alles klar. Gut, dann kümmern wir uns auf jeden Fall nächste Woche darum. Nächste Woche, nächste Folge darum, obwohl das vielleicht auch die nächste Woche dann ist. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr mit, wenn das nächste Video hochgeladen wird. Und Kommentare wie immer, herzlich willkommen und schaut mal dann, dass ihr vielleicht irgendwo noch das Video teilt, damit andere auch noch teilhaben können. Alles klar, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.